Ja, Prostitution hat es auch zu Goethes-Zeiten gegeben. Wer Geld hat, der konnte sich einfach die Jugend kaufen. Und das galt halt früher auch für viele Männer. Trotz aller Züchtigkeit, wenn sie kein Geld hatten, dann haben sie sich denen unterworfen. Ich führe einen Freund zum Mädeljung. Wollt ihm zu genießen geben, den jugendlichen fröhlichen Schwung. Ein frisches, warmes Leben, nun sitzen gespannt an ihrem Bett. Tät sich auf ihr Händlein stützen, der Herr, der verhält sich gar nett. Tät gegenüber sie an, betrachtet herüber hinüber, und nun, was hat er wohl getan? Die Sinnen gingen über, der Herr, er schenkt für allen Dank und sagt dem Mädchen leis adieu. Sie war schon hübsch und auch schon schlank, blickt verschämt in die Höhe. Ach Herrgott, ach Herrgott, ach Herrgott, mit Menschenglut meines Geistes. Ich weiß es nicht, entschuldig Not, mein ganzes Herz zerreißt es. Maria, Maria, rief sie laut, ach wäre ich mehr bedächtig, verschenkt die allerschönste Braut. Der Lohn war doch so mächtig.